Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ark Survival Evolved. Und heute wollen wir Dung Beetle fangen. Und dafür haben wir uns vorbereitet. Und ich zeige euch erstmal, was wir getan haben als kleine Vorbereitung. Und wo wir die Dung Beetle fangen werden. Also, wir haben als Vorbereitung haben wir uns Direwölfe, also wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich auch nicht. Ein Direwolf gezähmt. Ich zeige euch das kurz auf der Karte. Die Direwölfe gibt es hier im Schneebiom. Wir haben die hier quasi mit unserem Adler aufgesammelt, haben die hier rübergebracht, da hingelegt und dort gezähmt. Da braucht ihr unbedingt mindestens, also bringt euch für jeden Direwolf bestimmt 3-4 Bolas mal mit, weil ihr müsst die halt mit der Bola irgendwie festhalten, um sie dann zu zähmen. Und jetzt sind wir hier auf der Fleischfresserinsel, ganz oben rechts, also im Nordosten. Und hier ist eine Höhle, wo es die Dungbeetle gibt. Und da gehen wir jetzt rein. Und bevor wir das machen, hallo Plagueis erstmal. Hallo. Achso, ihr braucht übrigens für die Direwölfe keine Sattel. Die kann man so... Und man kann darauf rumschieben. Warum ist deiner so schnell und meiner so langsam? Guck, jetzt kann ich hier... kann reiten und gleichzeitig schießen. Ja, auch. Oh. Da hüpft er da erstmal runter, ne? Oh, was ist denn jetzt? Hab ich einen Lag. Oh! Hinter dir. Ist schon down. Ups, abgestiegen, das wollte ich nicht. Da ist ein T-Rex. Level 16. So. Ach, da unten ist diese Entwicklernotiz. Ja, komm mit. Oh. Oh, der hüpft aber weit. Alter. Ja. Komm mit, hier rein. Da bist du. Und hast du die Waffe im Anschlag oder ziehst du die nur, wenn es soweit ist? Hallo? Nee, ich zieh die nur, wenn es soweit ist. Nicht rennen mit dem Nee, muss man hier jetzt tauchen. Ich kenne mich hier mit den Caves nicht mehr so gut aus. Kann der Wolf tauchen? Wolf kann alles. Okay, ich muss nur kurz warten, dass die Energie wieder voll ist. Ja, hier geht die Cave los. Tauch, Wolf, tauch. Alter, jetzt geht's ab hier. Seh dich gar nicht, wo muss ich hin? Hier ist auch schon dein Dungbeetle, Hilfe! Bist du unter Wasser nach rechts oder nach links? Ach da, ich seh dich. Komm, Wolf. So. Dein Leica, boah. Hast denn du alles gekillt, Alter. Ich mach sie alle tot hier. Und hier ist dein Dungbeetle vor uns, aber jetzt brauchen wir Kacke. Oh. Ja. Hab ich nicht. Den zu tame. Ich hab, mein Wolf hat gerade gekackt. Ja, du brauchst ein bisschen mehr Kacke. Ich kann den, glaube ich, auch noch. Was ist denn das für ein rotes Dreieck, was sich da dreht? Das ist ein Loot Crint. Da sind jetzt tolle Sachen dran. Ne? Lass mich mal gucken, bevor wir den... Ein meisterhaftes Sturmgewehr für mich. So muss das sein. Mit Visieraufsatz. Und ein Quetzelsattel. Wir können Quetzel reiten. Yay. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen noch Kacke, hast du gesagt. Ja, dann gehen wir erstmal raus und sammeln auf der Dings da Kacke. Klar. Da. Ich war zu weit bei den T-Rexen gelandet. Mann, ey. Du laggst ein bisschen, kann das sein? Nee, ich hab Dings. Gamma umgestellt gerade. So. So, komm mit. Ich will mich nicht wieder allein mit den Kloppen. Ja. Irgendwie laggt's gerade ein bisschen. Immer wenn ich in die Höhle gehe. Ja, das ist normal. Das ist in Ark allgemein so. So, und dann war das rechts um die Kurve und dann hier. Genau. Hier ist ein Onyx. Thank you.
Arschloch. Tot. So. Okay, und dann legst du jetzt das auf 0 und dann schleichst du mit C hinter den. Du schleichst mit C hinter den. Auf 0 und dann müsste da auf Dings, also inventieren kommen. Hab ich. So, hat er jetzt. Warte, ja, hat er 50%. Jawohl, dann reicht sogar eine Kacke. Jetzt müssen wir erstmal warten. Der produziert dann auch noch Öl, gell? Ah, cool. Ja, ein bisschen Öl macht er immer als Nebenprodukt und halt Dünger. Und dann stellst ihn einfach ins Gewächshaus, stellst ihn auf Wandern und machst den ganzen Kot da rein. Und wieso auf Wandern? Damit das. Also nur wenn er wandert, dann verarbeitet er die Kacke zu Dünger. Ah, okay, der braucht Bewegung, verstehe. Ja, das kennt man ja. Bisschen Bewegung zu verdauen. So, liebe Leute, da sind wir zurück in unserer Basis im Gewächshaus und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Dungbeetle mit Kothaufen füllen und deren Verhalten auf Wandern stellen. Und dann bewegen die sich und verdauen oder essen quasi den Dung und machen den Kot und machen daraus Dung. So. Können wir hier mal überall noch was reinfüllen? Dünger. Hier. Hier. Hier fehlt noch. So. Okay. Jetzt ist mein Inventar leer. Genau. Also, ihr stellt die auf Wandern und gebt den halt Kot rein und dann machen die aus dem Kot Dünger. Und ich weiß jetzt nicht, ob die den Dünger dann auch direkt in die Felder machen oder ob der dann irgendwie, ob man den aus dem Inventar nehmen muss. Das schauen wir uns einfach an, wenn es dann soweit ist. Gut, dann würde ich sagen, haben wir unser Gewächshaus ordentlich mit Dünger versorgt. Das Problem war halt vorher, man musste halt immer diese Komposthaufen hier benutzen. Und das hat teilweise ewig gedauert. Ich meine, wir werden das auch parallel, denke ich mal, schon weitermachen. Dass wir die Komposthaufen mit Kot befüllen. Aber hauptsächlich sind jetzt die Käfer verantwortlich. Und ihr seht das, wir dieses Gewächshaus. Ich habe eine Folge aufgenommen, in der ich das Gewächshaus mit euch zusammen sozusagen gebaut habe. Aber die Folge hatte da war der Ton kaputt. Das heißt, ich muss die noch irgendwie versuchen zu retten, indem ich dann darüber so ein Voice-Over mache. Und ich weiß nicht, irgendwie ist auch eine Scheibe hier kaputt gegangen, die muss ich mal noch austauschen. Und dann erkläre ich nochmal, wie das mit dem Gewächshaus genau funktioniert. Nur schon mal kurz vorweg, also Ziel ist es, diesen Treibhauseffekt, den seht ihr ganz unten in dunkelgrün, den zu bekommen, weil dann habt ihr eine viel bessere, schnellere Ausbeute von diesen Sachen, die ihr da in dem Gewächshaus anbaut. Und das ist natürlich gut für Narkobären und für alles mögliche, was man später für Kippel braucht. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.